Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe mal eine Frage an die Welt da draußen. Ja, klingt komisch, ist aber wirklich so. Drücke ich mich unverständlich aus? Oder anders gefragt, nein, das kann man ja nicht beantworten, was ich gerade fragen wollte. Denkt ihr, dass ich meine Gedanken nicht richtig rüberbringen kann? Weil ich habe oft so das Gefühl, ich habe in letzter Zeit so oft das Gefühl, dass dieses Kommunizieren mit Leuten fällt mir gerade unglaublich schwer. Weil zum einen habe ich so das Gefühl, worüber rede ich mit anderen? Ja, was soll ich mit jemandem bereden? Was sind angemessene Themen, über die man eigentlich so spricht? Also, was mich interessiert, ist gerade im Moment die Gesundheit von Leo. Also ist eins der wichtigsten Themen, die wichtigsten drei Themen für mich, wie viel hat er gefressen, hat er getrunken und hat er geschissen. So, um es mal ganz grob zusammenzufassen, das ist für mich gerade so die wichtigsten Themen meines Alltags. Aber jemand, der mit mir reden möchte und ein Gespräch führen, den interessiert das jetzt nicht so besonders. Also, was erzähle ich dem? Anderes Thema, das mich interessiert, mein Spiel. Ich spiele gerade Story of Season, Friends of Mineral Town und was bringt es jetzt, wenn ich jemandem erzähle? Ich hoffe, dass ich bald meine Ander Adam, nee, warte, meine gesegnete Angel krieg. Denkt sich jeder andere, wenn er das Spiel nicht spielt. Aber das Ding ist, in dem Spiel gibt es eben Werkzeuge und die kann man verschieden hochleveln und das vorletzte ist die gesegnete Angel jetzt zum Beispiel. Und das hätte ich gerne. Oder die Frage, brauche ich das größere Silo? Also, das ist jetzt auch so eine Frage, die mich gerade beschäftigt. Und das ist aber mit den meisten, die das Spiel nicht spielen, kann man das nicht so. Die interessiert das nicht. Aber im Gegenzug dazu gibt es auch viele Themen von den Leuten in meinem Umfeld, die mich gerade nicht so interessieren. Und ich denke, das ist so dann die Schwierigkeit, dieses Gefühl des aneinander vorbeisprechens. Ich glaube, das trifft's. Ich habe so das Gefühl, ich neige gerade dazu, an Leuten, die mir wichtig sind, vorbeizusprechen. Nicht aus Böswilligkeit, nicht weil ich irgendwie mir keine Mühe geben wollen würde, aber es fühlt sich gerade einfach oft an, als ob ich nicht die richtigen Themen finde, als ob ich nicht richtig gut zuhören kann, als ob ich das. Ich habe so das Gefühl, die Leute erzählen mir was, es ist auch interessant, was sie mir erzählen, aber 5 Sekunden später weiß ich schon nicht mehr, was der andere mir erzählt hat, weil, ja, jetzt irgendwie gerade bei mir im Kopf nicht hängen bleiben will. Aber ich habe auch so das Gefühl, wenn ich was erzähle, dann ist das ungefähr so spannend wie im Gras beim Wachsen zuzusehen. Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, ich habe mein Mojo verloren, so dieses, ja, die Fähigkeit, mit anderen zu interagieren, so mit ihnen zu reden, mit ihnen mich auszutauschen, ihnen zu erklären, was mir wichtig ist. Ich meine, dieses etwas mit Leidenschaft vertreten, ja, das trifft es eigentlich auch gut. Etwas leidenschaftlich sagen zu können, zum Beispiel, ja, ich bin komplett und total dafür, dass Nutella ihre alte Rezeptur wieder bringt oder irgendwie sowas. Einfach wieder mal etwas zu haben, wo man mit Elan, mit Leidenschaft, mit Passion dahinter steht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das fehlt mir komplett. Und aber auch so Sachen wie die Nachrichten, also das, was alltäglich ist, interessiert mich gerade so gar nicht. Ich habe verstanden, wir haben eine Pandemie gehabt und jetzt fangen wir an, endemisch zu werden. Aber ich finde es irgendwie so komisch, weil es ganz plötzlich passiert ist. So gefühlt Montag waren wir noch mitten in der Pandemie, Dienstag hieß es, ja, jetzt ist alles gut.
Oder auch so Sachen wie jetzt der Krieg in der Ukraine oder das Erdbeben in der Türkei. Ich will nicht ignorant klingen, aber das interessiert mich alles gerade so überhaupt nicht. Und deswegen kann ich mich da auch nicht drüber austauschen. Und das ist irgendwie immer so, meine Mutter hat immer gesagt, man soll so viele Interessengebiete wie möglich haben, damit man einfach mit jedem irgendwas zum Besprechen oder so hat. Und ich habe so das Gefühl, im Moment interessieren mich zu wenig Sachen, als dass ich mit anderen Gespräche führen könnte. Ja, es gibt so Sachen, auf die ich mich gerade total freue. Also zum Beispielsweise mit meinem Vater Zeit zu verbringen, obwohl den habe ich jetzt auch schon seit 3 Tagen nicht gesehen. Ach du Hase. Ja, aber ich könnte euch jetzt 100 Ausreden nennen, die aber alle darauf hinauslaufen. Ich hatte einfach keine Lust zum Treppensteigen. Oder es war dann irgendwann zu spät und dann war es so dieses Problem mit dem, man. Nein, die Wahrheit ist, ich bin gerade einfach total die Seegurke. Ich bin eine Seegurke. Ich möchte einfach gerade, ich fühle mich wie ein schleimiges, unförmiges Ding, das da durch die Meere rumkriecht und versucht halbwegs irgendwie zu überleben. Ja, zu überleben in einer Welt, die für mich gerade irgendwie viel zu kompliziert und viel zu absurd geworden ist und viel zu unreal. Es fühlt sich irgendwie immer noch so an, als ob jeden Moment irgendwie einer mir eine Fernbedienung in die Hand drückt und sagt, hier, schalt auf Kanal 1 und plötzlich ist dein Leben wieder wie vor einem Jahr oder so. Ja, klingt irgendwie komisch, aber ich habe so, wenn ich so drüber nachdenke, überlege ich, ob es vielleicht auch was mit der Trauer zu tun haben kann, dieses Gefühl des Losgelöstsein von der Welt. Also nicht so im Sinne von, ich habe nichts mehr mit der Welt zu tun, sondern einfach so diese Losgelöstheit von allem, was mir bis dato als wichtig erschienen ist. Und jetzt plötzlich nicht mehr so. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Naja, bevor ich jetzt irgendwelchen Unsinn lalle, beende ich das Video an diesem Punkt. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr dieses Phänomen auch kennt oder ob es bei euch irgendwie auch schon mal war. Und wenn, was ihr dagegen getan habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.